So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich war nur kurz mal ein wenig pinkeln und habe mir eine Zigarette geholt. Und wir werden uns jetzt entscheiden. Ich habe mir nochmal kurz Gedanken gemacht. Und zwar, die Grenze überqueren bringt Konsequenzen, also höchstwahrscheinlich Konsequenzen für uns beide. Das heißt für uns und unseren Bruder. Euch stellen bringt nur uns Konsequenzen und nicht zwingend unseren Bruder. Das heißt, unser Bruder hat eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass er davonkommt und zu den Großeltern geht. Deswegen würde ich das einfach sagen, weil ich meine, okay, wir gehen in den Knast. Vielleicht kommen wir irgendwann mal raus. Ja, das weiß man ja nie so genau. Aber zumindest geht's unserem Bruder dann höchst hoffentlich gut. Oh. Hi. I think their story ends right here. Here? But I could. I get it. That's not who we are. Exactly. We're not criminals. We're just kids. Genau. And we still have time to choose what life we want to live. You're my brother. And I love you. I love you too, Sean. It's gonna be all right. I promise. You promise? For real this time? I do. Oh mein Gott, ich hab Angst, dass das so mega schief geht. Just try and remember what I taught you. I mean, only the good shit. I will. I swear. On your knees! I said on your knees now! I'm sorry about all this. We're gonna look after your brother. That's my word. He's ready. Sean! No! Sean! Oye. He's gonna be fine. Daniel! You're not a little wolf anymore. Never forget who you are. Never. Wir müssen das einfach nehmen. Oder wird's umgehen? Ich hoffe, Daniel macht jetzt keine Dummheiten. Es waren zu viele Polizisten, wir hätten das glaube ich nicht geschafft. Es wäre mega schief gegangen, wären wir durchgeprescht. Das wäre so schief gegangen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das die richtige Antwort war. Ja, siehst du, Daniel geht's gut. Wir mussten einfach nicht überlegen, was uns beiden hilft, sondern in diesem Sinne, was unserem Bruder helfen wird. Thank you.
das Daniel? Krass, der hat sogar einen Bart. Wer sind die? Das war nicht die Mutter da links neben Daniel, rechts neben Daniel, oder? Ja. Enano. Das war die richtige Entscheidung. Und das wird auch mein Final-Playthrough sein. Das ist die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und es hätte anders ausgehen können. Und wir kommen aus dem Knast raus, oder? Das sieht aus wie ein Knast. Unsere Mutter. Daniel. Boah, Alter. Ist der alt geworden. 25 Jahre, oder? Stand er gerade? Ne, 15 Jahre. Wie alt waren wir? 16. Das heißt, wir kommen mit 30, 31 Jahren raus. Wow. Das musst du dir mal überlegen. 15 Jahre hinter Gittern. Vor allem, wie groß er ist. Und guck uns an. Uns geht's gut. Naja, abgesehen von dem fehlenden Auge geht's uns gut. Oh, ist das schön. Ja, das war die einzigst richtige Entscheidung, finde ich. Weil Knast geht, also natürlich, es hätte auch böse ausgehen können. Ja, Amerika hat halt lebenslang, bei lebenslang bleibt es dann auch so. Ja, in Deutschland ist lebenslang maximal 50 Jahre. Wir wären dann, wenn wir nach deutschem Gerecht gedingst worden wären, ja, dann wären wir jetzt, na gut, 60, fast 70. In Amerika hätten die uns 100 oder 200 Jahre Haft draufdrücken können. Also mit 15 Jahren für das, was passiert ist, finde ich das schon echt okay. Meine Meinung dazu. Na gut, es ist halt immer noch Kacke, ne? Also die 15 Jahre sind nicht deswegen, was in Seattle passiert ist, sondern alles, was danach passiert ist. So, was in Seattle passiert ist, natürlich nochmal oben drauf gekommen. Aber jetzt anhört. Ich will seine Stimme hören. Das war da, wo wir als erstes waren, ne? Ja, das war da, wo wir als erstes untergekommen sind, bei dem Stein. Ach Mann, dass sie die Stimmen nicht gemacht haben. Oh, das ist so schön, die Brüder, also die beiden vereint zu sehen.
treffen wir jetzt nochmal all unsere Bekanntschaften. Also alle. Auch die, die wir zum Beispiel kennengelernt haben, als wir rumgestübelt haben. Oder. Ist das jetzt nur der Abschied zwischen. Gehen getrennte Wege. Warum? Wo fahren wir hin und wo fährt unser Bruder hin? Schön. Life is Strange 2, Episode 5, Wolves. Oh. Ey, da, ich bin richtig stolz auf mich gerade, ne? Also wir haben das gute Ende gekriegt, nicht das Scheißende, wir haben ein gutes Ende gekriegt. Und wie versprochen machen wir das jetzt gleich nochmal. Ich hoffe, dass wir relativ früh einsteigen können und nicht die komplette Episode nochmal spielen müssen. Wenn ja, dann mache ich hier jetzt gleich einen Cut und dann lade ich noch eine Folge hoch, die dann auch wieder am selben Tag kommt. Also die drei Folgen kommen dann an demselben Tag und dann mache ich nochmal das alternative Ende und spiele dann eben schnell alleine bis zu dem Punkt, wo wir uns da entscheiden können. Weil ich möchte unbedingt wissen, wie das zweite Ende noch aussieht. Ich werde das Spiel eh nochmal durchspielen komplett. Und diesmal mit ein paar anderen Antworten. Obwohl eigentlich lasse ich es. Ich glaube, ich lasse es. Ich will nur das zweite Ende nochmal sehen. Das habe ich bei Life is Strange 2, bei Life is Strange auch gemacht. Weil ich gerne beide Enden haben wollte. Ich hatte mich zwar, so wie jetzt, für ein Ende am Anfang entschieden. Womit ich eigentlich beenden könnte, na, wo ich sage, ja, das ist meine Entscheidung, die ich final nehmen würde. Und dann habe ich nochmal das zweite Ende gemacht, rein aus Neugier, wie das zweite Ende aussieht. Das werden wir übrigens auch machen. Bei jedem Life is Strange, also auch bei Before the Storm. Ich weiß gar nicht, Before the Storm habe ich nicht richtig durchgespielt, weil ich dort bei einem Update Probleme hatte. Als die Bonus-Episode und die letzte Episode rausgekommen ist, hat das Spiel nicht mehr für mich funktioniert. Also es ging nicht mehr weiter. So gar nicht. Ich konnte nichts mehr auswählen im Hauptmenü und dann habe ich ein bisschen gewartet. Jetzt, letztens habe ich es nochmal ausprobiert, jetzt funktioniert es wieder. Und ja. Ey, geiles Spiel, wirklich. Also Life is Strange ist so ein Storyspiel, wo ich sage, ja, immer wieder gerne. Und auch wenn noch ein Teil kommt, den werde ich mir auch holen. Das ist zum Beispiel Life is Strange, also das Franchise ist so eins der Dinge, wo ich auch Vertrauen in die Entwickler habe. Auch wenn natürlich nicht immer alles perfekt läuft, zum Beispiel in dem Teil hier fand ich ein bisschen das Politische zu sehr im Vordergrund. Ja, und diese ganzen Klischees.
Aber einige zum Beispiel haben gesagt, ja, das fanden die total kacke. Ich fand, es war ein bisschen zu viel, aber es war okay. So, nicht, es hat mich nicht genervt oder so. So, und vor allen Dingen das Ende war viel einfacher zu verkraften als damals Life is Strange. Mit der finalen Antwort. Aber da werde ich dann bei Life is Strange beim Let's Play nochmal was zu sagen. Wo ich mich jetzt dann, nachdem ich das alternative Ende mir angeschaut habe, das werden wir uns dann nochmal anschauen. Dann werde ich da nochmal ein bisschen was zu sagen. Und dann kommt Life is Strange Before the Storm, wovon ich noch gar keine Folge habe. Das heißt, dort werde ich auch nochmal von vorne, also generell von vorne beginnen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich habe das nochmal grob angespielt im Endeffekt. So, ich habe keine Ahnung. Sagen, wir überspringen die Credits mal und schauen mal. Du wolltest die Straßensperre durchbrechen und Danny hat zugestimmt. Du wolltest die Straßensperre durchbrechen und Danny hat sich geweigert. Du wolltest dich stellen und Daniel hat sich geweigert. Und du wolltest dich stellen und Daniel hat zugestimmt. Wären wir durchgekommen? Aber Daniel hätte sich weigern können. Das wäre blöd, wenn wir das Ende kriegen. Das wäre echt scheiße. Du hast Daniel beigebracht, den Regeln der Gesellschaft bestmöglich zu folgen. Mhm. Du hast Daniel beigebracht, zuerst an sich und seinen Bruder zu denken. 34%. Ich finde, man sollte sich den Regeln und der Gesellschaft irgendwie fügen. Ja, sie sind zwar kacke, oftmals, aber sie sind halt da und deswegen muss man da halt so ein bisschen, ja, man muss sich einfach fügen. Oh, das hier mit dem Hintergrund sieht cool aus. Er hat einfach mal so ein riesiges Tor zerdrückt. Oh. Du hast dich auf Schatzsuche gegeben und das Versteck-Souvenir gefunden. 92%, ja, war ja auch einfach. Du bist Karen insgesamt näher gekommen. Du hast insgesamt deine Distanz zu Karen bewahrt. Ja, ist halt unsere Mutter, ne? Also. Du hast Karen eine fürsorgliche Nachricht geschrieben. Du hast Karen eine persönliche Nachricht geschrieben. Du hast Karen eine halbherzige Nachricht geschrieben. Wann konnten wir ihr denn eine Nachricht schreiben? Als wir gegangen sind? Du hast dich von Arthur und Stanley verabschiedet, natürlich. Du hast dich von Joan verabschiedet. Du hast dich von Karen zum Abschied umarmt, ja. Du hast eingegriffen, um Diego in der Zelle zu beruhigen. Du hast, ja, okay. Du hast das mexikanische Paar befreit, ja. Du hast Daniel gebeten, die Zelle der Militanten zu öffnen. Du hast die Militanten nicht befreit, ja. Daniel wurde wegen den Skorpionen nicht getadelt. Ha. Daniel hat Jonas Skulptur mit deiner Hilfe gebaut. Daniel hat Jonas Skulptur nach seinen Wünschen gebaut. Und Daniel hat Jonas Skulptur ohne deine Hilfe gebaut. Daniel hat sich wegen Officer Camberry über Verletzung Sorgen gemacht. Daniel hat sich wegen Officer Campbell keine Sorgen gemacht. Daniel war bereit, die Zelle der Militanten zu öffnen. Daniel hat sich geweigert, die Zelle der Militanten zu öffnen. Daniel wurde nicht gebeten, die Zelle der Militanten zu öffnen. Ja, okay. Und Daniel musste nicht auf die Militanten losgehen. Ui, Daniel hat sich geweigert, sich an die Militanten den Militanten zu rächen und Daniel war bereit, sich an den Militanten zu rächen. Oh, okay. Daniel hat die Polizisten bewusstlos geschlagen.
Danny hat die Polizisten beim Verlassen des Reviers getötet. Danny hat die Polizisten in einem Schrank eingesperrt. Daniel war gezwungen einzugreifen, weil die Polizisten euch zu nahe kamen. Daniel hatte keine Probleme damit, die Polizisten zu töten. Daniel war zögerlich, aber gezwungen, die Polizisten zu töten. Daniel hat sich geweigert, die Polizisten zu töten. Daniel wurde nicht gebeten, die Polizisten zu töten. Ah, okay, RIP. Oh. Komm, noch ein Trailer. Ah, okay. Vielen Dank fürs Spielen und dass ihr Sean und Daniel auf ihre Reise begleitet habt. Ja, immer wieder gerne. Wirklich. Ich wünsche mir am liebsten einen Fortsetzungsfolg, Folgbanner. Entdecke mehr Spiele rund um Life is Strange, indem du die Seite mehr kaufen besuchst. Gehen wir doch mal. Life is Strange 2 haben wir, Life is Strange Before the Storm haben wir, die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit haben wir und Life is Strange haben wir. Mehr gibt's nicht. Alles klar. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir schauen mal auf die Uhr. 21 Minuten. Episode spielen. Ah, wir hätten da was sammeln können. Wir machen jetzt mal das alternative Ende im Sandner-Modus. Mal schauen, vielleicht ist es auch dumm, aber wir machen es einfach mal. Das überschreibt den Spielstand nämlich nicht, außer du findest dort was. Jetzt schauen wir uns das alternative Ende mal an. Shit. Oh, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Aber warum fahren die auf die Grenze zu? Die wissen doch genau, dass dort Polizisten stehen. What are we gonna do? Ist auch so eine Frage, ne? Als ob die da einfach passieren lassen. Don't make this worse. Get out of the car. Slow. With your hand above your head. Do exactly what I say. Ich bin gespannt, was passiert. Und ich hoffe, dass sich Daniel nicht weigert. Weil wenn Daniel sich weigert, macht das nämlich hier gerade überhaupt keinen Sinn. You know that day? In Seattle? The day Dad was shot? I think about it every day. Wir haben ihn sehr gut erzogen, deswegen kann das sehr gut sein, dass er sich weigert. I would give anything to change what happened. But I can't. Wir haben Daniel wirklich sehr gut erzogen. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. Wenn das jetzt das gleiche Ende wird. I'm so proud of you and dann, just like Dad would be. Breche ich das ab. Learned a lot together. Weil das wird you dann can make your own rules now. Das Video unnötig in die Länge ziehen. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that. You will always do the right thing, okay? Unser Tattoo. Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. Hear me out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Sean, Diaz. You know this is I promise, bad. Sean. So, how does the story of the Wolf Brothers end? Wir wissen, was jetzt passiert.
Grenze überqueren. They make it to the other side. What? You sure? Trust me, okay? Just get us through. Hold on tight. No! Oh, I don't wanna! I'm not hurting anyone else! Sean! Open fire! It's too late! They're shooting at us, Daniel! This is the only way! I'm sorry, Sean, but I have to go. What? What are you talking about? Don't turn back for me. I hope you'll be happy in Mexico. Das wäre definitiv nicht mein Lieblingsende gewesen. Ich bin froh, dass wir uns vorhin anders entschieden haben. Vor allen Dingen ohne unseren Bruder. Unserem Bruder wäre das echt dumm. Oder beziehungsweise ist echt dumm. Ah, okay, alles klar. Hä? Keine Katze? Oder ist es nur, weil wir das gespielt haben? Standardmodus. In diesem Level gibt es keine Sammelobjekte zu finden. Starte dein Spiel von diesem Kapitel aus erneut, um die Konsequenzen anderer Entscheidungen zu sehen. Oh nein. Warte. Nein, möchte ich nicht. Wir müssen das, glaube ich, so machen, oder? Ja. Wir klicken hier mal Ja an. Episode spielen. Ah, so geht das. Okay, fortfahren. Nein. Nochmal. Der Speicherstand und alle damit verbundenen Daten werden gelöscht. Zurück. Ja. Aber ich hab mich, glaube ich, verdrückt, oder? Ich hab mich verdrückt. Oh. Ich hab das gerade nicht so wirklich mitgekriegt. Warte, wir machen das jetzt. Once upon a time, in a wild, wild world. Was passiert jetzt? There were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. Wolf brothers wandered for days, nights, learning how to live on their own for the first time. That's when the big brother discovered that the little one
was not an ordinary wolf, but a super wolf. They decided to head south to the distant land of their ancestors. But the journey was long and dangerous. Still, the Wolf Brothers made new friends on the way. They learned more about the world. But danger seemed to always follow them after a bad accident. They were separated. The Big Brother had been hurt, and the hunters finally captured him. They put him in a cage. But when he finally escaped, he went to search for his little brother. He soon found out that the little wolf had joined a coyote cult, and he would not leave them. Suddenly, their mother showed up after all that time. She said she came to help rescue him. Ich weiß nicht, wo wir jetzt anfangen. They begged the coyote leader, but she would not release the little wolf. He was their idol. So the Big Brother had to kill her so they could escape. Ah, okay. Wir schieben das gerade so durch. Jetzt ist sie gestorben. Followed their rogue mother far into the desert to her hideaway. Okay, ich glaube, wir sind so ein bisschen im falschen Film. Oder? Ah Mist, ich dachte, wir machen das schnell eben, aber schnell geht jetzt hier gerade nicht. Arizona, 7 Wochen nach dem Ereignis in Haven Point. Und werden wir jetzt dort erstmal wach? Wenn ja, dann mache ich noch eine Folge. Dann schneide ich das raus. Also ich schneide es nicht raus, ich lasse es drin. Ja, es ist dort, wo wir wach werden. Na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Und machen das dann von hier aus nochmal weiter. Ihr müsst alles, was jetzt hier nachkommt, müsst ihr nicht schauen. Ja, das ist wirklich, ich möchte nur nochmal das zweite Ende haben. Und die Cutscene vor allen Dingen sehen. Die wir leider jetzt nicht sehen konnten, weil ich Idiot den falschen Spielmodus ausgewählt habe. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und lauf schon mal nach unten, weil dort ist ja auch noch etwas. Hey. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, wake up, Sean. Dass, dude, come on. Dass das Ganze what? Jetzt so ist, dass wir gesagt haben, wir haben Arcadia Bay geopfert und Dings get muss up. Tot sein. Also so Dave beautiful. Müsste jetzt eigentlich tot sein. Check it out. Das heißt, Dave wird, glaube ich, nicht in diesem Wohnwagen leben, aber wer wird an seiner Stelle in diesem Wohnwagen leben, weißt du? Dann werden wir das in der nächsten Folge herausfinden. Dann werde ich ganz schnell wieder rausgehen aus dem Spiel, damit wir das auch nochmal eben mitgekriegt haben. Und dann werde ich nochmal zurückgehen ins Spiel. Und zwar die letzte Sequenz, also die letzte Entscheidung nochmal anklicken, okay. Die dann spielen. Und good dann call. Werden wir uns wow. Die Endszene anschauen, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich That's bin zwar amazing. Ziemlich sicher, dass es extrem scheiße ausgehen wird. I know. Aber ich will einfach wissen, wie es aussieht. Ja, sind wir alle damit cool oder ich glaube schon, ne? Yeah. It just itches. It's okay, Nano. I promise. Yeah. Okay. Alles klar. I love you. Gut. No matter what happens. You hear me? Wir schauen uns das nochmal eben an. Weil yeah. Jetzt einfach abzubrechen, das wäre dann. I love you too. Deswegen bedanke ich mich aber schon mal recht herzlich fürs Zusehen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, also wir werden jetzt nicht von hier aus spielen. Das nicht. Wir werden nur eben kurz runter zum Camp laufen, uns dort den Wohnwagen anschauen, wer da wohnt. Always. Und dann werden wir sofort das Spiel wieder verlassen und werden uns dann direkt zur Endszene begeben und schauen uns das alternative Ende an.
Das ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, weil ich ein bisschen zu früh auf die Dinge geklickt habe. Are you still having those bad dreams? Deswegen mache ich das hier oben alles eben schnell rein. Geh runter, damit wir das noch mitkriegen, damit die letzte Folge jetzt und hoffentlich dann die letzte Folge nicht ganz so lang wird. Think about what happened. Ich auch. I do too. But she was gonna hurt you and kill me. Maybe we could have changed her mind. Glaube ich nicht. Do you feel bad about it? Nein. No. Wir müssen jetzt dazu erzählen, dass er gleich mit uns nach Mexiko kommt. Fuck that. Right. Sean. Are we criminals now? Irgendwie ja. Sort of. We did a lot of illegal shit. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. Komm, ist doch gut jetzt. Yeah. I know. Zu quatschen. Well, ich muss Life is Strange nehmen. We're almost at the border. Finally. I like it here, but we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, Inanna. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Klar mache ich. Oh. Yeah, I can tell you. Been forever since we left off. Way too long. Let's see. Oh yeah. Okay. So, thanks to their mama wolf, the Wolf brothers barely escaped from the coyote cult. She led them to her secret lair deep in the Red Desert. The Wolf brothers rested for a while, but at some point they'd have to continue their journey south. They were closer than ever to their father's land, but between them and their destination lied a mighty fire unicorn. But she's nice, so they become friends. Excuse me, who's telling the story? You are, but it's my story too, right? Das ist meine Version. Dude, this is my version. You can make your own. Okay. Cool. So, the Wolf brothers finally see the edge of their new home. Okay, okay. I gotta think of my own version first, so you don't influence me. Okay, Stephen King Jr., get on that. After we pack this shit up and head back to town. Gotta clean up our stuff before we leave. So, nice. This place is too pretty. Zu Ende geredet. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen Cut. Dann räume ich hier auf, dann gehen wir da runter und dann schauen wir uns den Rest an. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die sich hier jetzt von diesem Let's Play verabschieden. Ich nehme es euch nicht böse. Das ist eher so für mich jetzt, weil ich es gerne wissen möchte. Und jeder, der da noch bei ist, finde ich cool. Entdecken wir gemeinsam ein bisschen mehr als normal. Und ja, wie gesagt, für alle anderen bedanke ich mich bis hierhin recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei einem anderen Spiel. Vielleicht bei Life is Strange oder bei Life is Strange Before the Storm. Man weiß ja nie. Alles klar, auf jeden Fall viel Spaß noch. Tschüss.